Geht schon. Thema Düngung im Mais. Wichtig bei der Düngung im Mais ist natürlich, dass die Pflanzen gut mit Haupt- und Spurennährstoffen grundsätzlich versorgt ist. In der Regel auch Wirtschaftsdünger zum Einsatz kommt. Betriebe müssen natürlich den Stickstoff dementsprechend bilanzieren. Und wenn man ein sehr hohes Niveau bereits am Betrieb fährt, ist natürlich die Herausforderung oder auch die Frage, wie kann ich zusätzlich Stickstoff meinen Kulturpflanzen noch hinzufügen. Wir haben einen Bakterienstamm, Azotobacter salinestris, der Luftstickstoff im Pflanzen verfügbaren Stickstoff umwandeln kann. Und einzigartig bei diesem Bakterienstamm ist es, dass er über Blatt und über Boden, also im Blatt und im Boden endophytisch wirkt, einen Biofilm an der Rhizosphäre aufbaut, dort wo eigentlich der Hauptnährstoffaustausch stattfindet. Und gerade die Maispflanzen aufgrund ihrer Physiologie mehr als geeignet ist für so eine Bakterium-Anwendung. Erstens, weil er die Blattmasse 4- bis 10-facht pro Quadratmeter, dementsprechend viele Wurzeln ausbildet, aber in erster Linie eigentlich relativ grobe Feinwurzeln, grobe Wurzeln. Und der Anteil an Feinwurzeln gefördert wird auch durch das Bakterium und diese Feinwurzeln gerade in der Jugendentwicklung dann im Mar vor allem Bohr, Zink, Aufnahme besser gewährleistet ist. Dieser Azotobacter-Stamm kann die Kulturpflanzen mit bis zu 40 Kilogramm Stickstoff pro Kultur und Jahr versorgen, der erstens nicht zum Bilanzieren ist und zweitens bei jeder Pflanzenschutzmaßnahme, beim Mais natürlich klassisch, bei der Herbizidmaßnahme idealerweise mitgenommen wird.